Willkommen im Max-Liebermann-Haus in der Ausstellung im Atelier Liebermann, Gerhard Richter, Atlas Übersicht 1:2. Wir, die Stiftung Brandenburger Tor, die Kulturstiftung der Berliner Sparkasse, freuen uns wahnsinnig, Ihnen hier am Brandenburger Tor im Max-Liebermann-Haus Gerhard Richter mit seinem Atlas präsentieren zu dürfen. Atlas Übersicht 1:2 ist eine verkleinerte Form des ursprünglichen Atlas, der sich im Lehnbachhaus in München befindet. Wir zeigen auf über 809 Tafeln über 8000 Einzelmotive, die Gerhard Richter im Laufe seiner langen Schaffenszeit angesammelt hat, die er katalogisiert hat, die er aufgeklebt hat und die er in einer Ausstellungsform auf Basis dieser Tafeln zusammengeklebt hat. Gerhard Richter im Max-Liebermann-Haus ist uns eine besondere Freude, weil Gerhard Richter als deutscher Künstler, der sich mit deutscher Geschichte und der Kunstgeschichte sehr auseinandergesetzt hat, hier an einem Ort zu sehen ist, der eigentlich für die deutsche Geschichte steht. Das Max-Liebermann-Haus war einst das Wohn- und Atelierhaus Max Liebermanns. Das Haus wurde im Krieg zerstört. Es stand direkt an der deutsch-deutschen Grenze. Der Todesstreifen verlief direkt vor dem Grundstück. Nach dem Wiederaufbau zeigt die Stiftung Brandenburger Tor als Kulturstiftung der Berliner Sparkasse hier Kunst und eben auch regelmäßig Gegenwartskunst in der Reihe im Atelier Liebermann, in der wir uns mit der Frage des Ateliers auseinandersetzen. Der Atlas von Gerhard Richter eignet sich in ganz besonderer Weise dazu, Einblick in das Schaffen eines Künstlers zu geben, weil Gerhard Richter seit den 60er Jahren Material gesammelt hat. Das hat er dann durchgesehen, er hat es ausgesiebt, auf einzelne Tafeln kollagiert und in Rahmen gefasst. Und dieser Selektionsprozess, dieser Ausstellungsprozess, der Motive versammelt, die Bilder geworden sind, Bilder hätten sein können, dieser ganze Kosmos und den Einblick, den er uns damit ermöglicht, ist perfekt, um in unsere Ausstellungsreihe zu passen. Der Atlas hat für Gerhard Richter verschiedene Funktionen. Der Atlas ist zum einen die eben erwähnte Motivsammlung, die er angelegt hat. Der Atlas ist aber auch als Kunstwerk an sich durch die Form der Präsentation. Es ist ein Kunstwerk, weil Gerhard Richter als Künstler das Material angeordnet hat. Er hat es einem strengen orthogonalen Prinzip unterworfen. Er hat die Bilder, die Motive in Blöcken zusammengeordnet. Und dieses strenge Schema an sich zeigt, das ist etwas, was für die Präsentation gedacht ist. Das heißt, es handelt sich nicht nur um ein Archiv, es handelt sich eben auch um ein Kunstwerk. Gerhard Richter gibt aber auch Einblick in Privates. Es sind viele Fotos in diesem Atlas drin, Fotos, viele Landschaftsserien, die er auch in seinen Urlauben gemacht hat, aber auch private Familienbilder. Das Biografische steht aber nicht im Vordergrund. Durch diese strenge orthogonale Ausrichtung, durch das Kleben in ein Raster, tritt das Biografische bei Gerhard Richters Atlas deutlich in den Hintergrund. Wir zeigen hier nicht die originalen großen Atlastafeln, die sich im Lehnbachhaus in München befinden, sondern eine 2015 erstellte Fassung, in der alle Tafeln digitalisiert wurden und im Verhältnis 1:2 verkleinert auf Alu-Dibond-Platten abgezogen. Durch diese etwas verkleinerte Form ermöglichen wir den Besucherinnen und Besuchern den Einblick oder den Überblick, wie das Werk auch schon heißt, über diesen ganzen Atlas. Die Motive sind natürlich kleiner, aber das Werk, die Sammlung als Ganzes tritt dadurch in den Vordergrund. Die Ausstellung wird begleitet durch die Präsentation von Videobildern und Fotografien von Henning Lohner, der die Gelegenheit hatte, Gerhard Richter von 1990 bis 1997 im Atelier zu begleiten und dort gemeinsam mit ihm filmische, experimentelle Arbeiten zu schaffen. Diese Bilder werden erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Sie lagen seit 30 Jahren im Archiv und wir freuen uns sehr, hier noch einen ganz speziellen Einblick in Richters Atelier bieten zu können. Wir freuen uns, Sie bald hier in unserer Ausstellung im Atelier Liebermann Gerhard Richter Atlas Übersicht 1:2 begrüßen zu dürfen.